Meine Damen und Herren, willkommen zum nächsten Overwatch auf Inferno. Eben, kurz bevor ich aufgenommen habe, ist er am Spawn gestanden und ist einfach nur so hin und her gelaufen, hat nur in eine Richtung geschaut. Was heißt das denn jetzt, bitteschön? Cheat, Hack, Easy Speed, Atombombenwerfer, Raketending. Ganz klar, locker. Naja, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er gerade noch gelabert, hat sich weggedreht und hat halt schon mit AWSD gespielt, höchstwahrscheinlich. So, er hat eingejuckelt, alles klar. Die Kollegen sind sogar schon durch, sie wissen, okay. Einer ist jetzt wahrscheinlich angesagt auf Graveyard oder da, wo er steht, ne? Steht oben auf Graveyard, sehe ich das richtig? Wenn er klug ist, geht er jetzt auf B. Ne, halt, ist er geht. Ne. Ich dachte, B wäre freigeräumt, die Runde hat er eben erst angefangen. Und der Kollege ist ja auf Mitte, nicht auf B. Hab mich vertan. Alles cool. Wenn er klug ist, plantet er jetzt direkt. Komm, geh planten. Ja, sehr gut. Sehr schön. Es ist der letzte Gegner da unten drin. Hätte er doch auf B gehen können. War gerade eben schon kein. Also wenn der letzte Gegner da im Pit steht, dann würde ich auf keinen Fall auf A gehen. Außer man ist halt irgendwie so ein Volldödel. Weißt du, so jemand, der so unbedingt zeigen muss, wie gut er ist oder wie auch immer. Aber mit der Bombe macht man das dann auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ob gerade eben noch der letzte. Ob das jetzt schon der letzte war. Aber ich glaube schon. Aber egal. Bis jetzt hat man schon was erkennen können. Ich glaube nicht. Inferno, freut mich, dass es mal wieder Inferno ist. Das 2 könnte jetzt sogar auch bald mal wieder kommen. Das 2 hatten wir schon so lange nicht mehr, dass ich fast sagen würde, hey, da kann gerne mal wieder eine Runde das 2 kommen. Habe ich nichts dagegen. Wie heißt der eine? Sheep. Aha. Emu und Hatchet metzeln da oben auf Banana, sind jetzt aber auch down. So, und jetzt ist halt wieder die Frage. Wenn sie die anderen beiden mitgezählt haben, dann wissen sie, dass 2 auf A sind von den letzten 3. Das heißt, es ist nur einer auf B. Da würde ich dann so hart wie möglich durchhasseln. Der auf B guckt noch Banane runter. Das, achso, wie sieht eigentlich gerade städtmäßig 7-5? Völlig in Ordnung, ne? Völlig in Ordnung. Achtung, der Banane kommt, man hört ihn schon steppen. Was macht der Kollege? Er kommt direkt mit ihm mit. Banane rennt wieder runter, um ihn halt hier beim Crossen zu sehen. Okay. Wenn er sich jetzt beeilt, kann er noch planten, bevor der City da gleich um die Ecke kommt. Sehr schön. Super Smoke, enorm. Und jetzt gucken wir mal, was er jetzt aus dieser Situation heraus zaubert. Sein Crosshair Placement ist jetzt nicht so ultra. Es zuckelt zum Ende hin, könnte aber auch ein Demo-Fehler sein, aber es war jetzt zweimal so, dass es zum Ende, dass es zum Kill hin so lockt, so ein bisschen. Aber, ja. Erstens gibt es Demo-Fehler und zweitens kennt das jeder von uns, wenn man mal drauflockt auf einen, aus Versehen sozusagen. Und zweimal kann das schon gerne mal passieren, oder? Ja. Ich kann noch nicht viel erkennen. Ja, er war ziemlich fokussiert, er hat nicht nach links rüber geaimt, da kommt noch einer. Ah. Gerade eben hat er möglicherweise zufällig schon mal ein bisschen nach rechts geaimt, um diesen kleinen Spielraum zu haben, wenn er nach rechts durchläuft. Weiß nicht, ob er ihn hören konnte, aber da würde ich jetzt auch eher noch auf Zufall plädieren, als auf Wallhack oder ähnliches. Aber wenn ich was... Er macht keine Steps. Habt ihr das gehört? Der macht keine Steps. Das ist kein Demo-Fehler. Sowas kann mal passieren, dass keine Schüsse oder keine Steps gemacht werden. Mal, kurzzeitig. Aber er macht durchgehend keine Steps. Das heißt, es ist entweder ein Zeichen für ein Anti-Aim. Ich glaube eher für ein Anti-Aim. Oder für einen Aimer. Aber ich glaube doch eher Anti-Aim. Oder? Was ist jetzt Anti-Aim, Other External Assistant, ne? Oder zählt es auch zu Aim? Dazu, zu Aim Assistance. Ne, es assistiert dann sein eigenes Aim. Das heißt, Anti-Aim müsste Other sein. Und auch nochmal zur Erklärung, weil letztens jemand mit mir gemeint hat, der muss mir irgendwie erzählen, dass Anti-Aim... Er hat gemeint, das hätte mit dem Aim des Cheatenden zu tun. Dass er irgendwo, dass die Kugeln so aussehen und hin und her. Also soweit ich weiß, ist Anti-Aim folgendes. Und zwar, dass sich praktisch deine Hitbox für die anderen verschiebt. Dein Model für die anderen verschiebt. Deswegen gucken, haben Spinbotter auch auf den Boden geguckt, nach rückwärts. Also es sah zumindest so aus, weil dann, so wird man glaube ich am schwersten getroffen, ne? Wenn man rückwärts zum Gegner steht und auf den Boden guckt. Viele machen das ja auch, ne? Sie drehen sich runter und gucken ganz auf den Boden, um nicht entdeckt zu werden oder um schwerer getroffen zu werden. Bei Profispielern sieht man das oft, dass sie beim Wegrennen sowas machen. Sie springen, gucken auf den Boden und laufen dann irgendwie weg, wie auch immer. Und ein Anti-Aim ist eben genau das, dass dein Model sich anders verhält, wie es die Gegner sehen, oder sich so verhält, dass die Gegner dich nicht gut treffen können. Soweit ich weiß, ist das ein Anti-Aim. Zumindest den Anti-Aim von, das Anti-Aim, von dem ich immer spreche, wenn ich von Anti-Aim spreche. Es gibt sicherlich auch, es gibt noch diesen Assist, dass... Dass es beim Aim-Botten oder beim Aim-Assisten,
dass die Schüsse nicht nach Aim Assist aussehen. Das gibt es auch, aber ich weiß nicht, ob das auch als Anti-Aim bezeichnet ist. Es würde Sinn machen, weil ein Anti-Aim, also das etwas, was vom Aimbot ablenkt, müsste natürlich auch genauso heißen. Aber ja, keine Ahnung. Ihr könnt ja gerne noch in den Kommentaren dann nochmal schreiben, wie ihr davon, nicht wie ihr das seht, sondern was euer Wissensstand dazu ist. Okay. Habt ihr eigentlich schon irgendwas bei ihm entdecken können? Ich war jetzt gerade etwas unachtsam. Sein Crosshair-Placement ist immer noch leicht kotig. Er macht... Macht er wieder Steps? Er macht wieder Steps. War das jetzt vorhin nur ein Demo-Fehler? Ich weiß es nicht. Ich meine, stellt euch mal sowas wie ein Spinbot vor, beziehungsweise eben ein Anti-Aim. Und stellt ihn euch so vor, dass man ihn nicht erkennen kann, dass man ihn nicht sieht. Das heißt, dass es für den Overwatcher genauso rüberkommt wie für den Spielenden, dass er einfach normal guckt. Dann könnte man sowas ja nur noch sehr, sehr schwer feststellen. Maximal eben über fehlende Sounds beim Laufen und so weiter. Meinte ich soll ihm... Er steppt jetzt auf jeden Fall wieder, aber vorhin hat er nicht gesteppt, da bin ich mir sicher. Meinte ich soll ihm jetzt trotzdem einen drücken oder war das einfach nur ein sehr langer Demo-Fehler? Ist ja anderweitig auffällig. Also es schien so, als würde er ihn erwarten, aber ja, es ist auch irgendwie klar, dass jetzt von B kommt, ne? Also nachdem A gesäubert wurde, recht noch am Anfang der Runde, ist ja klar, dass hier jetzt was durchkommt. Jetzt schauen wir mal, wie er den nächsten erwartet. Er guckt gerade Richtung Library. Der nächste kommt aber hoffentlich nicht Library, sondern direkt Close. Sehr schön. Mitte kommt auch einer. Ah, jetzt kriegt er den da drüben nicht mit. Vorahnung, naja. Vielleicht, aber auch noch zu unsicher. Da wäre ich mir viel zu unsicher. Ich denke auch, dass die Demo gleich vorbei ist. Das heißt, ich bin leider... Er hat schon Vorahnungen. Aber die hat ja jeder von uns. Jeder kennt es. Man schießt am Ende der Runde, ein Gegner ist noch übrig. Das war letztens mit Walling, glaube ich, so. Er steht oben im Apartment, einer war irgendwie Second mit auf der Brücke und er schießt einfach gegen die Wand und killt ihn. Killt den Gegner durch die Wand. Und er so, hab ich gerade den Kill bekommen? Ja. Sowas kann passieren, ne? Es gibt Zufälle, die aneinander gereiht werden können oder die sich aneinander reihen. Was dann noch zu einem größeren Zufall Chaos führt. Naja, aber ich glaube, ich kann ihm nichts drücken. Also maximal eben diese Unexternal Assistance, aber da bin ich mir auch zu unsicher, weil er jetzt auf einmal wieder Steps macht. Er hat am Anfang auch Steps gemacht, ich weiß nicht, wie lange er keine gemacht hat. Sowas fällt einem irgendwie voll spät auf, weil die ja meistens mit den Mates rumrennen, da merkt man es nicht, klar, weil sie ja unterwegs sind mit den Kollegen, jeder steppt. Und das merkt man ja wirklich nur, wenn sie separiert sind von allen. Und nicht gerade am Schleichen sind, so wie er jetzt. Der letzte chillt auf B rum, ich denke, das ist leider jetzt auch das Ende der Demo. Ich spule mal kurz hier vor. Also er steppt auf jeden Fall, wie man hier hören kann. Oh, wir haben noch eine Runde. Oh, sehr schön, sehr schön. Da kann man vielleicht... Wow. Da kann man vielleicht nochmal gucken. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann wegen sowas reporten. Obwohl das wirklich ein total normaler Schuss war. Ich meine, er steht auf B. Es war irgendwie klar, dass er sich bei B oder bei T versteckt. Also, es gibt nur eine 50-50-Chance. Der Kollege hat ihn, glaube ich, auch zuerst gesehen. Also, das heißt, er war auf der Karte sichtbar. Er weiß, wo er ist. Und mit der Auto, tuff, 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 die aimt halt dann die recoilt sich nach oben. Da kann man nicht meckern. Aber natürlich kommt das in jedem Spieler, der sehr schnell skeptisch wird und sehr schnell Cheater callt, natürlich sofort komisch rüber, ne? Wenn jemand mit einer Auto spielt und auch noch einen Kopfschuss verteilt auf jemanden, der für ihn, er denkt sich ja jetzt, der wusste, wo ich war, was? Obwohl es offensichtlich war, dass er da irgendwo ist. Und ja. Hat er gerade echt fast auf den Mate geschossen, der Wahnsinnige. Aber auch voll verzögert, ne? Der kommt hoch und dann eine halbe Sekunde später schießt er erst. Also nicht... Das kann eigentlich nicht der Reflex gewesen sein oder die Erschreckung. Krass, wie lang das die Demo geht. Leute, was ist hier los? Spielt ihr die Runden immer aus? Nee, macht ihr nicht. Weiß auch nicht. Ist das hier überhaupt ein Overwatch? Ja. Wir gucken mal nach seinen Stats. 20-7. Das ist schon so ein bisschen... Er unterscheidet sich ganz klar. Halt, macht er gerade wieder keine Steps? Ich glaube eben beim Formsprung hat er keine Steps gemacht. Ich bin mir leider zu unsicher. Also ich nehme an, er hat irgendwas, oder? Oder es ist halt einfach ein Smurfer, ne? Das kann natürlich auch sein. Also um die Stats zu erklären. Es ist einfach ein LE-Smurf auf Gold 4 oder so oder auf Gold 1. Dann wäre dieser Unterschied auf jeden Fall machbar. Gerade letztens in irgendeinem Low-Fuel-Game war es ja ähnlich. Also noch nicht letztens, vorm Urlaub. Da hatte ich ja auch
20 oder 30 Kills und der zweite war gerade so zweistellig, also das, ja. Da rechts ist doch einer. Ich wollte gerade sagen, Mensch, benutzt das dein Warlock! Also ich bin mir da viel zu unsicher. Ich nehme an, dass er vielleicht einen Vision Assist hatte oder eben other external oder und oder other external assistance. Zählt das dann zu einem. Ist das ein Upside-Down-View, ein Anti-Aim? Weiß ich nicht. Was sind hier oben? Recoil Reduction? Also sein Aim wurde ja nicht improved. Hier steht's ja. Use other external assistance other than those listed above to gain an advantage over their opponents. Also ich bin mir leider zu unsicher. Wahrscheinlich. Ich bin mir. Vielleicht hat er was angehabt, aber leider bin ich mir da irgendwie zu unschlüssig. Okay, das war echt ein langer Fall. Aber schön, ihr sagt ja immer, ihr wollt gerne, dass die Fälle etwas länger sind und nicht diese 3-4 Minuten-Dinger. Von daher hat das jetzt ja gerade gepasst. Soweit so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Daumen und so weiter. Da ganz klar nicht vergessen, weiß ja jedes Kind, Fledermäuse sind blind. Bei den Overwatches gibt es leider kein Outro-Screen, weil ich ja. Weil ich diese hier direkt hochlade nach dem Aufnehmen und nicht noch in Magix reinhocke. Das ist ja der Sinn dahinter, also so spare ich eben die Zeit, weil jede Render-Arbeit dann mindestens 30, 40 Minuten dauert und die spare ich mir jedes Mal. Also auch wenn ich nur einen winzigen Schnitt setze, muss ich danach rendern und das dauert dann immer ewig. Deswegen gibt es ja kein Intro, Outro, aber ich gucke einfach so wie früher lustig in die Kamera, es kommt halt keine Musik.